So, jetzt wollen wir uns mal das neueste Update etwas genauer anschauen. Das war eigentlich schon abgeschlossen, aber ich glaube, es ist nicht ganz schlecht, wenn wir hier von vorne weg nochmal eine Erklärung dazu machen. Dazu übertrage ich jetzt einmal den Bildschirm. Und ich schalte jetzt gleich einmal lückenlos auf dieses neue Update. Das heißt, hier ist deine Abschlussprüfung. Wenn man jetzt diese Zeichen sieht, man muss immer davon ausgehen, wenn man kein Grundlagenwissen von Holofeeling, von der Fahrersprache hat, dann ist das erst einmal erscheint es sehr kryptisch. Und ich sage immer wieder, wären jetzt das chinesische Schriftzeichen oder würde das in Portugiesisch dastehen, würdest du das einfach wegticken als normaler Mensch, wenn du dieser Sprache nicht mächtig bist und was sagen, das interessiert mich nicht, hat mit mir nichts zu tun. Und ich sage, alles, was du dir ausdenkst, alles, was in dir auftaucht, hat mit dir selbst zu tun. Und ich gehe jetzt da etwas drauf ein, für Einsteiger, wie man das handhaben sollte. Das ist also, hier ist deine Abschlussprüfung. Es zerstört dein ganzes raumzeitliches Weltbild oder es entlarvt dein raumzeitliches Weltbild schlichtweg und einfach als Lüge. UB, wissen wir, steht für UB 86 Helium. Solltest du es, und jetzt sage ich immer wieder rot gelesen, handelt es sich um Dinge, die in keinster Weise existieren können. Das ist das E-Quadrat der Einstein-Formel. Diese Energie, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird, ohne dass sie sich selbst dabei verändert, weil sie weder vermehrt noch vernichtet werden kann. Sie ist also ein absolutes Nichts. Und das S, das rote S, steht für Bewusstsein. Das heißt, diese Energie ist das Bewusstsein, das träumt. Du bist immer dasselbe Bewusstsein. Ich sage dieselbe 200 Gramm rote Knete. Das ist Kindergartensache. Habe ich die letzten 20 Jahre tausende Male erklärt. Das heißt, dich Geist selbst verstanden haben. Du solltest ab jetzt dich Geist selbst. Dieser Geist ist E-Quadrat. Das ist das Bewusstsein, das sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt, das mich jetzt sprechen hört. Nur Bewusstsein kann was erleben. Und du solltest es verstanden haben. Und jetzt schreibe ich dazu, beachte. Jetzt haben wir B als Vorsilbe in diesem E-Quadrat, ist eigentlich das E-Quadrat und die 8 ist die weibliche 1, das heißt auch echt, das heißt, ich werde in Schrecken versetzt. Genau. Wenn wir das jetzt separieren, darum ist das immer so aufgespannt, das stellst du dir einfach vor, das wären symbolisch unsere vier Spiegel eines Tetraederspiegels. Wir können das ganz kurz nochmal anschauen, zu dem kommen wir dann gleich, und das dreht sich nämlich dieses A-J-D, das ist reines Hebräisch. Das ist erst einmal die weibliche 1. Wir haben im Hebräischen männliche und weibliche Zahlen. Das setze ich jetzt alles voraus. Wenn man aber Aleph als Vorsilbe liest, heißt es imperfekt, ich werde. Das steht wieder unten, alles erklärt. Man muss sich nur die Zeit dazu nehmen. Da ist natürlich dann noch wesentlich mehr mit drin. Ich mache jetzt ganz einfach, ich werde Chedi und Chedi heißt Schrecken. Und das ist wieder rot. Schinner-Ecken heißt logisch berechnete Ecken. Ich werde in Schrecken versetzt. Dann fange ich, werde ich Schinner, Ecken erfüllt und ich zerbreche, zerbrochen, zer, heißt zu Form werden, wer heißt das Äußere. Genau, wir wissen das. Aber da wollte ich jetzt gar nicht so auf so Kleinigkeiten rein, da muss man sich halt damit auseinandersetzen. Wichtig ist jetzt, wenn ich das flüssig lese, ab jetzt solltest du es, das heißt dich Geist selbst, verstanden haben. Wir können immer rot und blau lesen und dieses haben. Das schauen wir uns jetzt ganz einfach mal an. Das ist HBN, diese Buchstaben HBN. Und das kann man jetzt rot und blau lesen. Das wäre rot. Die Quintessenz ist inmitten verbunden, absolutes, bewusstes, geistiges Sein. Das wäre dann das Endnun. Dieses Sub-X, Sub-S-U-B, Suf ausgesprochen aus, heißt das Ende. Und Ben ist der Sohn. Da geht es jetzt hier um den Sohn, den einzig gottgeborenen Sohn. Und das bist du als träumender Geist, bist du der Gott für die Welt, die du träumst. Wenn wir das blau machen, ist es eine Wahrnehmung von außen, eine polare Existenz, schlichtweg und einfach eine Gedankenwelt. Gut? Ja. Das ist jetzt das Haben. Das sind die zwei Seiten immer. Die Wahrnehmung einer polaren Existenz blau gelesen. Oder die Quintessenz ist im Sein, liegt im absoluten Sein. Das ist Sein. Bitte, höre dir jetzt sehr aufmerksam die ergreifende Ansprache des folgenden Pixelmännchens an. Das ist hier schon mal ganz interessant. Bitte schreibe ich jetzt so seltsam. Bi, das ist wie das Doppel-D E-Quadrat. Jetzt muss ich nur wissen, im Hebräischen die Buchstaben BJ, Bi heißt in mir, im Griechischen heißt es zwei.
dieses TT als 400, 400 gelesen. Man kann das auch als 9, 9 schreiben. Wenn ich das 9, 9 schreibe, kriege ich 18 und 18 ist ich. Buchstabe JC ist ich. Hm. Wenn ich es 400, 400 lese, kriege ich 800 und 800 ist es NP. Ja. Dieses NP symbolisiert den Einheitskreis. Und jetzt wichtig, der Einheitskreis besteht aus 2Pi. Darum heißt es, in mir ist dieses Pi die Weisheit Gottes, die aber definitiv 2Pi sind. Griechisch Pi heißt nämlich 2. Denk an bisexuell. Mhm. Jetzt habe ich gerade hier, weil ich Besuch habe, ich würde jetzt ganz kurz nochmal sagen, weil viele sagen ja, wieso ist der Kreis 2Pi? Schau bitte unten das kleine Bild an. Wenn ich an Kreis mir denke, haben wir obere Kreishälfte und eine untere Kreishälfte. Und ich merke, an Allgemeinbildung bei vielen Menschen ist es nicht weit her. Wenn wir uns jetzt einen Kreis mit einem Radius von 1 denken und du misst jetzt die obere Hälfte, die obere Kreishälfte, wirst du feststellen, dass von den Anfangs die obere Hälfte genau in Bezug auf Radius 1 genau 3,14 bla 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 Umfang hat. Die obere Hälfte ist genau ein Pi, nämlich 3,14, wenn der Radius 1 ist. Und die untere Hälfte ist auch nochmal 3,14, darum hat der Sinusschwingung praktisch 2Pi. Genau. Und wenn ich das Griechisch lese, steht bei dem Wort bitte 2Pi ist E Quadrat. Mhm. Ich kann natürlich jetzt, in mir ist dieses Pi die Weisheit Gottes. Jetzt höre diese Energie in dir, diesen Geist, sehr aufmerksam, die Ergreifende. Ich habe jetzt das so geschrieben, er, das sind wir, der Erwachte. Das ist E Quadrat, ist der Kopf. Und das ist der Geist. Und das ist der Kopf des Schöpfergottes und das ist das hebräische Wort für Spiegel. Und Fen, eine Facette, die existiert, ist Wissen. Wir schauen uns das ganz kurz an. Fen ist P und PH ist ja dasselbe, ist Pen. Das ist jetzt erst einmal eine Ecke. Wir kommen da gleich dazu und das ist auch ein Aspekt. Und jetzt ist Speculum SB, heißt eine Schwelle, Shin-Welle. Die Wellen sind eigentlich Ecken. Erinnere dich an das letzte Selbstgespräch, wo ich sage, wenn wir unseren Einheitskreis jetzt nehmen und wir tragen den nicht als Sinus auf, sondern als 90-Grad-Winkel, dann kriegst du genau hier unser Ecksymbol. Ja. Und das kann ich auch lesen, die Schöpfung ist eine Spiegelung, ein Speculum. Es Aspekt, jeder Aspekt ist eine winzige Spiegelfacette aus unserem Tetraederspiegel. Ja. Das ist also dieses Pen und zwei Aspekte, die wir brauchen für die obere Hälfte. Das ist dann Benim und dann haben wir die Sache, das ist jetzt das Gesicht, das Ansehen, das Aussehen, aber das ist in deinem Innern. Genau. Die GE-Quadrat-Sicht, die geistige Sicht, halt, da bin ich jetzt drauf, die geistige Sicht ist in deinem Innern. Ja. Das innere G-Sicht, die geistige Sicht, das wird hier alles erklärt. Mhm. So. DE, wenn du anklickst, das ist das Wissen. Das ist deine Meinung, dein Wissen. Das hast du schlichtweg und einfach ein geöffneter Augenblick. Symbolisch blau gelesen. Also höre jetzt dir aufmerksam die ergreifende Rede dieses folgenden Pixelmännchens an. Genauer, das ist jetzt die Genesis, genauer, der Schöpfer ist verbundener, der Erwachte, in dem dich die ganze Schöpfung verbindet, aus genauer ausgedrückt, aus GE-Quadrat, aus dem Geist, der sich alles ausdenkt, herausgedrückt, die R heißt die geöffnete Berechnung, ist unsere Generation, wird aufgespannt, ein C-Quadrat, das ist diese reduzierte Einstein-Formel und das wird jetzt KD wie Erscheinung, das baut sich in Gruppen und in Sekten auf. Genau. Das KD nämlich, heißt nämlich Gruppen und Sekten, also Teilbereiche, wobei die S-Act, jetzt haben wir schon die Raumzeit-Act um dich herum. Mhm. Die ergreifende, das habe ich gerade erklärt, Ansprache dieses de facto jetzt von dir selbst ausgedachten, wenn wir an den denken, wenn wir das Video anschauen, Pixel, und jetzt habe ich schon dieses BX, habe ich jetzt bei aller Bescheidenheit mein Zeichen reingemacht, die Weisheit von ich, kann ich lesen, auch X ist ja ich, ja. Dieses Ich Gottes. Und jetzt schreibe ich hier das in blau, Pixel-Propheten Samuel Eggert, so heißt dieses Pixelmännchen, in dem wir uns ausdenken wollen. Jetzt haben wir hier den Samuel als Propheten, den kannst du nachlesen, das ist nämlich sehr interessant, das ist nämlich, genau genommen heißt es hier, sein Name ist Gott. Mhm. Scham. Ja. Waff, sein Name ist Gott. Genau. Das ist die Übersetzung von diesem Propheten. Und als zweites habe ich jetzt hier rot geschrieben, den Eck haben wir gerade schon gesagt, ist der Erwachte im Mehrseiende, das rote Taff. Ja.
Das ist der Wachte Immerseiende. Ja. Das ist aber nicht das Pixelmännchen und der Trockennasenaffe, den du dir denkst, wo du glaubst, der hätte dieses Video aufgenommen. Ja. Du Geistesfunk möchtest jetzt von mir einen Gehirntest erleben. Möch, diese Radix hast du nämlich Gehirn, MWAF-Chat. Mhm. Auch Mech, der Mech Animus, mhm. wenn ich immer mache. Du möchtest einen Gehirntest erleben. Jetzt ist es hier von mir, ich UB. Das ist natürlich auch wichtig, das mache ich rot. Mir ist wer, heißt das da mal, mir heißt wer. Wer ist dieser rote Kopf, in dem sich alles abspielt? Mhm. Ja, wir. Denk, du stellst das M einfach mal auf den Kopf. Mir sind wir. Mhm. Russisch ganz nebenbei heißt es übrigens Frieden. Mhm. Eden ist das Paradies. Mhm. Das absolute Lustgefühl. Das ist der, der hier unendlich viele Filme sich anschauen kann in seinem Kopfkino, ohne dass ihm selber was passieren kann. Mhm. Macht dann Sinn, ne? Ja. Also du Geistesfunk möchtest, ich kann's, ich muss immer, ich reduziere das eh schon, du Geistesfunk möchtest von mir, ich UB Alim, ein göttliches Zahlenwunder als Beweis. Okay, hier hast du eins. Und da draußen viele. Mhm. Das hier ist ein nicht existierendes Bewusstsein und alles, was da draußen ist, ist eigentlich in diesem Bewusstsein. Das ist die Eins, die absolute Eins, und da draußen sind viele. Mhm. Jetzt, wenn ich natürlich noch weiß, aufgespannte existierende Öffnung heißt Auf- und Abschwingen. Ja. Die geöffnete Schöpfung mit 70 Gläsern ist dein Wissen, das kommt von Augenblick zu Augenblick, ändert sich deine Information und du kannst immer nur das wissen, was jetzt in dir als Wissen existiert. Das sind deine Informationen. Ja. Das sind geöffnete Berechnungen, Schöpfung aufgespannter Polaritäten, heißt beschwört, wie du es beschwörst. Das sind lauter beschwerte Existenzen, das sind sehr viele. Mhm. Das folgende Video startet, wie dein eigenes Leben. AI ist der Schöpfergott, heißt nichts. Genesis ist Es, dieses E-Quadrat-Bewusstsein ist Leben. Und jetzt wieso rot-blau? Weil wir das rot-blau lesen können, das ist eine auseinandergeschmissene polare Existenz. Und wenn wir das rot schreiben, dann heißt es einfach zum Sohn. Zum genau. Sohn. Werden. Das kann man auch mit einem N am Ende lesen, dann heißt es ihr Herz, ihr rotes Herz. Ja. Absolut korrektes Leben bedeutet zum Sohn hin, zum Gottessohn werden. Da kommt jetzt dann auch das hebräische Wort mit weiß. Weiß, scharfes S ist wieder B, ist es Weib, Seger wenig Haber, männlich. Der Sohn ist eine polare Existenz, der Aber, Adam. Er ist Denker und Ausgedachtes gleichzeitig. Wobei das Weib, das weiße Licht, das in unendlich viele Farbenspektren zerbricht, symbolisch in der Physik, ist die ausgedachte Einheit. Das ist unsere Acht bzw. Echt, Aleph Elef geschrieben. Ja. So, und jetzt schauen wir uns den Beweis einmal an. Das heißt, das folgende Video mit den Samuel Eggert starte ich genau ein bei 16,19 und das sind genau 979 Sekunden. Und da kann man jetzt in unserer Symbolik das folgendermaßen schreiben, 979. Das schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Der Totalwert von 979, unter anderem wohlgemerkt, aber das ist ganz wichtig, ist übrigens dann ein Pyramidenwert, ist der Tetraeder. Das ist unser Tetraederstand. Das kann man hier lesen. Der Startpunkt ist hier das abschließende Reih, dieser abschließende Spiegel, das totale göttliche Bewusstsein, das ist die rote 7 und umspiegelt sich zwei Spiegel, einer davor, einer dahinter. Das ist mein kleiner Aufbau, wenn ich dir die Spiegelreihe erkläre. Mhm. Und das Pyramidenwert ist interessant, das ist jetzt 1, 2, 86, das heißt eigentlich der Vatergott. Genau. Das ist die Pyramide, wo wir in den Tetraeder aufbauen. Ist natürlich alles nur Zufall für einen Materialisten, aber schauen wir uns den nächsten Wert an. Das ist das, ich habe jetzt nur mal so rote Werte rausgesucht. Das ist im Pyramidenwert des Gott Rafa, das ist der Arzt. Ich habe den jetzt rot gemacht. Ja. Ein Arzt, der dich heil macht, der dich heil machen kann. Mhm. Das Heilsein ist, dieses Wort rot geschrieben, ist der geistige Kopf im Geist, in dem alles vereinigt ist, die absolute Weisheit des Schöpfers. Mhm. Das ist wieder unser Pi, die Weisheit Gottes. Mhm. Darum habe ich das Heilen in Bezug auf Heilen gemacht. Du kannst es lesen, wenn man auf die falschen materialistischen Vermutungen der Schulmedizin schwört, macht man sie zu seiner eigenen trügerischen Wahrheit. Die durch solchen Blödsinn selbstentmündigten Menschen, blau gelesen, Enos, sterbliche Menschen, beschwören völlig unbewusst ein angeblich
bösartiges Krebsgeschwür in und mit ihrem eigenen Unbewusstsein und verwirklichen es dadurch zwangsläufig für sich selbst. Das ist ein Glaubensmissbrauch. Und jetzt schauen wir uns da das dritte noch an. Und das wäre jetzt dieses 979. Mhm. Und das symbolisiert jetzt Spiegelung hüben, Spiegel drüben, hüben drei und drüben drei und da mitten zwischen Rudim drüben ein Kristall, das Erdenwesen. Ja. Das ist diese 9, wenn man das jetzt hier, so habe ich jetzt das gesetzt, implodiert in die Fülle eines bewussten Geistes, dieses unendliche Wissen der Weisheit, das platzt jetzt in Spiegelungen plus und minus auf. Okay, höre es zum bis zum Schreibfehler, ja. Ausbessern, mach ich. Höre es bis zum Sub sehr aufmerksam an. Dieses Sub, das Ayin Sub in der Bibel ist das Ende, Suf auch oft ein Suf oder ein Sof ausgesprochen, höre es dir bis zum Ende an. Rot gelesen ist das Bewusstsein Gottes, das Bewusstsein von 86. Mhm. Kann man dann natürlich auch blau machen. Aber was jetzt hier wichtig ist, hör dir dieses Video zuerst einmal von dem Startpunkt bis zum Schluss aufmerksam an, das folgende. Und dann springst du geistbewusst in dein Bereshit. Im Anfang, in den Anfang hinein. Okay? Halt. Sorry. Dann springst du bewusst in dein Bereshit. Im Anfang, an den Anfang dieses Videos, und das habe ich jetzt, wir haben ja den Deo, haben wir in dem vorhergehenden Selbstgespräch, wir sind ja auf das Deo aber mit eingegangen, kann man natürlich auch mit zwei verschiedenen O schreiben, das heißt, bistabiler Intellekt erzeugt ein Wissen als kreisendes, als kreisende Raumzeit, augenblickliche Raumzeit mit 70 gelesen. Mhm. Und beobachtest aufmerksam, welchen Gedanken und Vorstellungen. Und da wollen wir jetzt nochmal etwas genauer, da gibt es natürlich mehrere Wörter, wir haben GE Quadrat, DN heißt das da mal Urteil, Ken heißt Fundament, tausendfach drauf eingegangen, Funda, F unter, die Facette einer Welle, sich überlegen und Lügen verbreiten, das ist das hebräische Wort, Ken ist Fundament. Mhm. Da haben wir jetzt erst einmal diese Gedanken, das hebräische Wort ist Mechsheba, Mechshet ist der Rechnungsführer. Das mhm. beginnt mit Mech, das heißt schon mal Gehirn. Denk an das Möchtest. Mhm. Das Waff kann man rausschmeißen. Mhm. Das, ich will da nicht so auch aufrechnen, es wird hier alles gelesen. Mir geht es bloß darum, dass das Plan, plane nichts, das griechische Wort plane, so oft darauf hingewiesen heißt, in die Irre führen. Jawohl. Die Planeten kommen daher, das Irren, das Umherschweifen. Du schweifst in deinem Gedanken raumzeitlich durch Raum und Zeit, du machst eine Weltreise. Wenn du träumst, es besteht aus hier und jetzt ständig wechselnden Bildern. Das ist hundertprozentig sicher. Auch die von dir ausgedachten Sterne, die sich angeblich um dich herumdrehen, wohlgemerkt, die von dir ausgedachten Sterne, das ist ein absolutes Irren, der schweift nichts von A nach B, von links nach rechts. Es wechselt sich nur die Form deiner Information, das E-Quadrat, du Geist selbst, veränderst ständig als träumender Geist deine Information, von Augenblick zu Augenblick. Das sind einmal die Gedanken, halt, da waren wir. Das ist, was du planst, deine ganzen Berechnungen, weil du extrem fehlerhafte Logik zum Denken benutzt, rast du von einem Denkfehler in den nächsten Denkfehler. Ein Denkfehler ist eine einseitige Meinung. Da fällt nämlich zur Vollkommenheit das Gegenteil. Ist jetzt der Welle eigentlich ein Berg oder ein Tal? Wenn jetzt einer behauptet, der Welle ist ein Berg, lügt er, ist er einseitig fehlerhaft und wenn er sagt, es ist ein Tal, lügt er auch. Ist jetzt eine Wohnung eigentlich ein Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche oder sonst was? Egal, was du behauptest, du lügst. Ist ein Auto eigentlich ein Kabelstecker oder eine Zündkerze oder ein Schlauch oder ein Reifen? Es ist ein bisschen richtig, das ist das Prinzip. Mhm. Und das passiert in deinem Gehirn, in diesem Mech. Mhm. Das ist jetzt das Schäb. Da haben wir schon, der Geist ist ein Spiegelbewusstsein. Mhm. Und da kehrt alles wieder zurück, was du dir ausdenkst. Er kehrt wieder heim, wiederholen. Und wenn wir das hier hin dran machen, dann kriegst du eben ein Gefangennehmen, dann wird das ganze Zeug blau. Mhm. Stimmt oder stimmt? Ja. Das heißt, jetzt haben wir die Gedanken und Vorstellungen. Jetzt schauen wir uns eine Möglichkeit von Vorstellung noch an. Das ist eigentlich ein Bekanntmachen. Da gibt es übrigens eine ganze Latnei, wo unter anderem Vorstellung heißt. Diese Vorstellungen, die du in dir bekannt machst,
Schau, da haben wir Totalwert 86, die entspringen aus UB, aus dem Ganzen und wird zu einem Äußeren, einer Beschwörung zweier erweckten Werte, wo du bloß einen benutzt. Und dann fällst du von der 86 in die 43. Und die 43, muss ich das Bild jetzt wieder herholen? Wissen wir nicht. Unsere schöne 43, 34. Okay. Das heißt, welche Gedanken und Vorstellungen und welche in dir Prädationen? Da schauen wir, wenn wir jetzt das Wort Interpretation, das ist jetzt hier Interpretation. Was bedeutet hier Interpretation? Das ist das hebräische Wort Interpretation. Das Auslegen, ein Erklären, eine Exegese, eine Kommentierung. Hier hast du Interpretation, die Auslegung, was du aus dir herausdenkst, was du um dich herum denkst, was letztendlich immer hundertprozentig sicher deine eigenen selbst erschaffenen, ausgeträumten Gedanken sind, aufbauend auf dem Intellekt, deiner Logik, deinem Schwamminhalt, den du zum Denken benutzt. Das heißt, deine Aufgabe ist, dein derzeitiges Ego-Ich, das hast du aufzugeben. Aber nicht, dass du es wegmachst, dieses Haar, sondern dass du es vervollkommnest. Deine derzeitigen, unvollkommenen, fehlerhaften Werte- und Interpretationsmächte, da haben wir unser Mech wieder, möchtest. Ani, schöpferische Existenz deines Intellekts erzeugt die Raumzeit, die so sein muss, wie du sie dir ausdenkst. Ja. Egal, was du denkst, es existiert in dem Moment, wo du es denkst und es wird genauso sein, wie du es jetzt denkst. Und egal, wo du dir das räumlich oder zeitlich hindenkst, es ist hier und jetzt eine von dir erschaffene Information. Das, was ich jetzt hundertprozentig sicher jeder sofort auf der Stelle überprüfen kann, wenn er Bewusstsein ist. Ein Gedanke von sich, von dir kann das nie überprüfen. Es wird nie ein Trockennasen auf einen Menschen überprüfen können. Er kann dir den Anschein machen, wenn du ihn dir so ausdenkst, dass er das erlebt oder versteht. Aber Gedanken erleben nichts. Ja. Das ist hundertprozentig sicher. Und das hast du zu durchschauen und zu vervollkommnen. Das heißt, all dein Wissen ist kleine Wissenselemente von dem heiligen Ganzen. Das heißt, ich nehme dir nichts weg. Du musst das vervollkommnen, indem du die Fehlerhaftigkeit deines Wissens erkennst. Das kann aber nur Geist. Also bemühe dich nicht, Gedanken von dir, sprich ausgedachten Menschen, das zu erklären. Die von dir Geist selbst, das heißt aus GE Quadrat, das sind wir zwei. Ich habe gerade beim Stefan, ich mache jetzt wieder raumzeitlich kurz, weil er da immer noch nicht ganz mitgekommen ist, mit dem E-Quadrat. Ich sage immer wieder, meine Symbolik mit der Lampe im Projektor, das rote Ich, das praktisch die Quelle ist für die nach außen projizierten Bilder, in Verbindung mit einem blauen Ich, mit einem Programm. Dieses ist E, das ist Energie und diese Lampe selber braucht ja eine Energiequelle, das ist JCH vom Bücherregal. Ja. Und die beiden miteinander sind beides rote Energie. Wenn, pass auf, ich sage ganz einfach, wenn ich jetzt an mich als roten Geist denke und ich erhebe mich jetzt über dieses Gedankenbild, habe ich ein JCH, das heißt, das bin ich, und ich denke jetzt an mich als roten Geist, dann ist nochmal ein Ich da, das ich mir ausdenke, der träumende Geist, rot geschrieben. Ja. Sind es zwei, die untrennbar miteinander verbunden sind, weil die ein Geist sind. Das ist GI ist. Ein geistiger Aspekt eigentlich, ein roter geistiger Richtig, Aspekt. Das ist jetzt rot, eine Welle, wo plus minus ganz bewusst rot gesetzt wird, die erste Grundwelle. Und wenn ich aus diesem GE-Quadrat, das wir sind, das ist der, der sich jetzt alles ausdenkt, herausgeträumten, diese aus GE-Quadrat HR wahrgenommene Berechnungen sind berechnete Schöpfungen oder Augenblicke mit 70 geschrieben, aufgespannte okay. Raumzeit ist immer Gehirnexistenzen. Eines Traums. Ja. Die von dir gehe, ist selbst, du Geist selbst, aus dir gehe, Quadrat herausgeträumten Lautsprecherworte und Pixelbilder in dir selbst auslösen. Du musst dich dabei beobachten, wie du jetzt diese Worte zum Beispiel interpretierst. Am Anfang habe ich gesagt, wenn du Vordersprache nicht beherrschst, sagst du, was ist vielleicht als arroganter Besserwisser, was ist das für ein Scheiß und klickst es weg. Als wenn das jetzt chinesische Schriftzeichen wären und du damit nichts anfangen kannst. Ja. Das folgende Video, das wiederhole ich jetzt nochmal, startet bei 16, 19, praktisch 9, 7, 9 Sekunden. Das heißt, wie dein eigenes Leben bei, BI heißt im Nichts, im Schöpfergott. Bei dieser Grundspiegeleinheit 7, die rote 7, das ist der siebte Tag, der Sabbat, der Ruhetag. Das steckt da alles mit drin.
Und jetzt das Video beginnt. Wir hören ganz kurz nur rein, weil das will ich nicht weiter erklären, aber dann doch wieder ein bisschen die Zahlen. Und jetzt ist schon interessant, das hebräische Wort für Zahlen, wohlgemerkt, Plural, Mehrzahl. Das schauen wir uns jetzt einmal nochmal an. Jetzt muss ich also zuerst einmal wissen, die mache ich jetzt mal ganz kurz weg hier. Das ist das hebräische Wort für Zahlen und du wirst jetzt feststellen, das ist ja hier unsere Itzagluria Akademie. Wir haben hier weder einen Eintrag, da ist jetzt kurz einmal die Schere. Das ist aber Rückübersetzung modernes Hebräisch, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Wir haben hier weder irgendeine von den neuen Wörterbuchern Eintrag, außer die Schere, noch hier in dem Itzagluria kommt hier das Wort Zahlen vor. Mhm. Das habe ich meinem Stefan gerade erklärt, dass ich ganz, ganz definitiv sage, pass auf, du musst wissen, wenn du ein Wörterbuch in die Hand nimmst und ein Wort nachschlägst. Das sind ja keine plurale Angaben in der Auflistung. Mhm. Das heißt, da steht das Wort Zahl und das hebräische Wort für Zahl ist Mem Sefer. Mhm. Machen wir das aber ganz kurz weg und schauen uns das an. Mem Sefer ist das hebräische Wort für Zahl. Das heißt also hier Zahl, heißt aber auch Erzähler, Erzählung, die Nummer, die Zahl, auch noch zusätzlich einig, erzählt, gezählt, nummeriert, wenige. Das ist jetzt hier noch etwas im Hebräischen, erzählend, erzählt, verkündet die Zählbarkeit. Was hier nicht findest, ist das Wort Zahlen im Plural. Ja. Das ist die Yom-Endung. Mhm. Das ist nämlich ein maskulines Wort, Zeger. Das ist ein kleine, im Langenscheid ein kleines Sain übrigens. Interessant, im Langenscheid ist hinter dem Radix, hinter den Worteinträgen, ist immer entweder ein kleines Nun oder ein kleines Sain oder ein Sainun. Mhm. Das heißt männlich, Zeger oder weiblich, Nekaba. Genau. Oder männlich und weiblich gleichzeitig. Mhm. Also neutral, was es im klassischen Sinn gar nicht gibt. Mhm. Und diese Zahlen sind erst einmal 27, da haben wir unsere 27 Zeichen. Das eins wird verschwungen. Ich will jetzt da nur ein bisschen dir so kleine Stichpunkte geben. Und jetzt ist aber interessant, dass wir wissen, dass im Hebräischen der erste Buchstabe auch eine Vorsilbe sein kann, nämlich dann von. Das heißt dann von. Dann ist ja praktisch die Zahl als Ding an sich kommt vom Sefer. Mhm. Da schauen wir jetzt ganz einfach, was ist Sefer? Und Sefer ist das Buch, die Buchrolle, die Tora. Dass jetzt das auch im Hebräischen noch Papier heißt, sprich Friseur ist ja dasselbe Wort, hat aber alles einen tiefen Sinn, weil wir nämlich jetzt wissen, ich mache zuerst einmal BR, BR wissen wir, eine von vielen Auslegungen, BR heißt das Äußere. Ich kann auch BAR lesen, schauen wir uns ganz, ganz kurz an. BR als Grundradix heißt zuerst einmal das Äußere. Mhm. Da haben wir schon, Ak ist Eck. Ein Eck, das erweckt wird, ist ein Äußeres. Das ist die Beschwörung eines erweckten Es. Mhm. Stimmt oder stimmt? Mhm. Dann heißt es auch noch Reinheit. Da kann ich aber lesen, im Spiegel ist eine existierende HNH, eine existierende Wahrnehmung und das ist wie buchstabiert. Genau. Ich kann auch lesen, den Roten, jetzt bin ich da wieder drauf gekommen, ich kann auch das R plus Rot machen. Das steht ja für unser Rosch, für unseren Kopf. Mhm. Der Kopf ist eine Einheit. Ja. Diese Einheit ist praktisch nichts. Schau her. Mhm. Hüben 2 und Hüben 2, das sind immer zuerst einmal Adbar Schwert dann 3. Mhm. Ganz interessant, wie sich das aufbaut. Jetzt denkst du dir einfach oben plus 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 minus rot, obere Hälfte, oberes Bi, unteres Bi, minus plus, minus plus, untere Hälfte von Pi. Ja. Da wird das Pi praktisch schon in die vier Quadranten eingeteilt. Ja, ja, genau. Okay, das wiederum baut sich aber dann auf den Hüben die Reihe, vier Hüben und vier drüben, weil wenn wir 2, 2 haben, müssen wir dann die Reihe 4 machen mit der Synthese. Mhm. Muss man jetzt nicht verstehen. Ich wollte nur dieses Bar, ich kann jetzt natürlich dieses BR auch ein Vokal A dazwischen machen, dann kriegst du den Brunnen, aus dem alles entspringt. Ja. Und darum hast du es auseinandersetzen und erklären. Du setzt letztendlich alles auseinander und erklärst dir das, was du dir ausdenkst mit Holophil. Genau. Wir waren hier nur ganz, ganz kurz bei dem Barbier. Mhm. Das heißt jetzt, wenn ich sage, das ist das Äußere, wir haben doch gerade schon Kapi, heißt in mir erweckt. Das Äußere wird in mir erweckt. Genau. Da brauche ich aber dann die Haare. Die Haare auf dem Kopf sind die Sichtweisen. Das sind wie Lichtstrahlen, die aus dir rausgehen. Ja, ja. Denk dir so einen Seeigel vor, einen Seestern.
eine runde KGL, eine wie eine Welle, die aus vielen kleinen Facetten besteht. Das wäre jetzt im Einheitskreis aus dem Zentrum, schau mal unten hin, wenn ich einen Einheitskreis mache, sage ich, alles, was du hier in Raum und Zeit als Sinuskurven oder Cosinus und so weiter dir ausdenkst, sind ja eigentlich nur Blickwinkel, wenn wir jetzt flächig bleiben. Das kann man jetzt natürlich noch dreidimensional machen. Das wäre jetzt wieder, wenn ich es so mache, unsere Radixangabe von der Sphäre der Erdkugeloberfläche. An welchem Punkt befinden wir uns? Und das steckt da drin, in mir erweckt, dieses Äußere wird in mir erweckt. Und da sind letztendlich aus dem Buch heraus, dass wir nicht so weit gehen, sind die Zahlen drin. Und darum ist hier unser, da war der erste Schritt, der Erzähler, die Zahl vom Buch, aus dem Buch heraus sind die Zahlen und die Imendung ist jetzt nur Mehrzahl, die Zahlen. Und darum heißt es eigentlich des Meeres. Mhm. Vom Buch des Meeres können wir das auch lesen. Ja, genau. Und der Buch des Meeres ist die Dora. Ja. Okay? Und jetzt, pass auf, jetzt in dem Kontext wird es natürlich ganz interessant, die Zahlen, IUPELAJOMS, haben wir doch gerade gelesen, von dem Buch des Meeres, das sind die Ohrenbarungen, das ist Holofeeling, werden Stück für Stück alle nach draußen kommen. Und zwar doppelt aufgespannt, erweckt, geurteilt in Wellenberg und Wellendal, Stück für Stück, pur heißt das losgemachte Schicksal. Mhm. All aus dem Nichts Gott, auseinandergeschmissen, ruhend, unbewegt, entschätzt. Trotzdem generiert außen, co-zusammengeschmissene zwei Gestalten sind eine einzige Existenz. Ja. Das wollte ich jetzt vorneweg erklären und jetzt hören wir ganz, ganz kurz das an. Dass wir nur warten müssen und geduldig sein müssen. Die Zahlen werden Stück für Stück alle nach draußen kommen. Wir haben das DIVI analysiert. Ihr habt jetzt gerade vom Bundesministerium für Gesundheit diese Zahlen gesehen. Ich werde jetzt sehr christlich. Ich habe in vorhergehenden Selbstgesprächen auf den schon angesprochen und jetzt empfehle ich, und dann lassen wir relativ, ich will da nicht so auch ausholen, dir das sehr gewissenhaft anzuhören, was er sagt. Er wird dann sehr christlich mit dem ganzen Lügen und dann fängst du das Video von vorne an. Und das sind jetzt die neuesten Zahlen. Wir können da ganz, ganz kurz reinfahren. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, er weist darauf hin, er benutzt die Zahlen, die veröffentlicht werden von den Krankenhäusern, vom Bundesamt für Statistik, was die Sterbezahlen sind. Und die erste Erkenntnis ist, nach diesen offiziellen Zahlen ist 2020 von der Pandemie nichts zu spüren. Es ist die zweitgeringste Sterblichkeit der letzten 9 Jahre gewesen. Jetzt pass auf, jetzt geht es noch einen Schritt weiter. Dann auch, wenn du analysierst, wenn du in Beerdigungsinstituten gehst, die sagen, wir haben Kurzarbeit anmelden müssen, weil eben so wenig gestorben sind. Und das sind jetzt die allerneuesten Zahlen. Wir schauen da ganz kurz. Sage ich jetzt mal, Diskurs oder eine Meinungsverschiedenheit will ich es nennen. Hashtag DIVIGATE kann ich an der Stelle nur sagen. Es sind viele Dinge getrendet über das DIVI, über die Maßnahmen des BMG auf das der Grundlage. Das war jetzt die Sache ja in einem der letzten Selbstgespräche, glaube ich, angesprochen, die Belegung der Intensivbetten. Ja. Ich will eine kleine Geschichte, eine menschliche Geschichte aus dem Udo-Leben einspeisen. 2020 habe ich in einem Selbstgespräch darauf hingewiesen, meine Frau arbeitet seit fast 20 Jahren im Weißenburger Krankenhaus. In dieser Zeit hatten die mit Abstand am wenigsten Arbeit. Durch diese Maßnahmen, Betten freizuschaufeln, normalerweise über 2-3 Monate im Voraus, waren die Operationssäle schon ausgelastet. Das sind Wirtschaftsunternehmen, die Geld verdienen wollen. Aber man wollte ja Betten freihalten für den Ansturm von Corona-Kranken. Da mussten die Krankenschwestern und alle, die da arbeiten, einen Großteil mussten negativ Überstunden machen, wenn sie keine mehr hatten, also im Vorschuss heimgehen, weil keine Arbeit da war. Und im selben Abendzug sind dann hier, weil ja die angeblich so viel zu tun haben, sind dann Essenslieferungen hier vom Bayerischen Bundesministerium gekommen, weil die Krankenschwestern ja, weil so viel Stress haben, haben sie vom Staat bezahlt die Brotzeit bekommen. Eine hochgradige Schizophrenie. Mhm. Und das ist jetzt in meiner Welt. Es wird für dich ja immer so sein, wie du das glaubst. Du verwirklichst es ja dann auch, du realisierst es ja auch in deinem Traum, wenn du meinst, du musst das überprüfen, was du so fest glaubst. Was jetzt hier wichtig ist, das ist jetzt das allerneueste, die allerneueste Ausgabe, April 2021, da unten siehst du das. Das kommt jetzt dann gleich.
Schau mal ganz Lage dieser Daten. Und nun hat man gerade in diesem Kontext Daten veröffentlicht. Die können wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Um was geht es denn in diesem Bericht? Wir wollen uns nur einen Satz anschauen, bevor wir direkt in die Schaubilder gehen, die es in sich haben. Die Zusammenfassung, und hier sehen wir einen ganz verwunderten Kollegen. Dieser Bericht untersucht die Folgen der Covid-19-Pandemie auf das Leistungsgeschehen und so weiter. Das ist immer das Erste hier bei dem DIFI, wo es immer hast für Intensivbettenmedizin. Da wurden die Zahlen manipuliert ohne Ende, weil es nur um Geld ging, Das ist alles überhaupt nicht gewesen. Da kann man sich das vorhergehende Video von dem her suchen. Dass die dann die Zahlen einfach runtergefahren haben, dass sie extrem mehr Geld abgreifen können. Das ist einmal das Nächste. Das kann man sich durchlesen. Ich will aber hier auf das reingehen. Jetzt pass auf, was jetzt kommt. Bisschen noch. Für mich ist jetzt das Allerwichtigste. Erinnere dich, was ich im Vorwort gesagt habe. Du sollst dich dabei beobachten, wie du darauf reagierst und was du dir anhand dieser Pixelbilder und Lautsprecher vor dir ausdenkst. Halt verdammt nochmal das erste und das zweite Gebot. Mach dir kein Bild von irgendwas da draußen. Die Frage, wer da außen schuld ist, stellt sich nicht. Du kannst aber sehr schnell rauskriegen, wer schuld ist, indem du dich beobachtest. Und dann wirst du feststellen, dass der zweite, dein eigenes Ego, dein eigener Intellekt dir ganz genau erklärt, wer in der ganzen Scheiße schuld ist. Es gibt da außen nichts. Du bist ein träumender Geist. Es existieren hundertprozentig sicher nur in dir diese hier und jetzt ständig sich umformende Information. Ein riesen Geflackere und ein Komplex von feinstofflich gedachten Gedanken, die du denkst, wo jeder Gedanke immer nur dann existiert, wenn du ihn denkst und genauso ist, dir genauso in dir erscheint, wie du dir das denkst mit deiner zwanghaften Logik. Mhm. Und jede sinnlich wahrgenommene Information genauso aus dir entsteht und genauso ist, wie du dir das ausdenkst, das heißt, wo du jetzt hinschaust, nach rechts, nach links, nach oben und was du glaubst, wo du dich zurzeit befindest. Wenn du in deiner Küche stehst und nach Norden schaust, jetzt gedacht, hast du ein anderes Bild, wie wenn du in deiner Heimatort auf dem Marktplatz stehst und vielleicht das Rathaus anschaust. Aber es bleibt hier und jetzt deine Information in einem träumenden Geist. Ja. Gut. Hinter mir. Und zwar das Schaubild Nummer 10 dort. Die Anzahl Behandlungsfälle mit akuten Atemwegserkrankungen inklusive Lungenentzündung nach Kalenderwochen aufgeteilt 2020 und das ist die kleine Kurve 2019. Da siehst du eigentlich schon alles. Das sind gemeldete Atemwegserkrankungen und Lungenentzündung nach Kalenderwochen aufgeteilt, ausgegeben, ganz die neuesten Daten. Wo haben wir eine Pandemie? Wir werden das PDF selbstverständlich, wenn ihr das möchtet, in der Beschreibung, in der Cloud könnt ihr es runterladen. Oder wer es noch nicht getan hat und nicht weiß, wo er hin soll, auf samueleckert.net. Dort findet ihr alle Informationen zu diesen Videos jederzeit. Wir berichten hier nur 1:1 von den Daten, die andere auch zur Verfügung haben. Nur komischerweise kommen wir oft zu völlig. Ganz nebenbei will ich noch erwähnen, wenn du bei denen auf den Kanal gehst, wirst du feststellen, der macht es mit allen Ländern, dann auch mit den Corona-Zahlen. Wenn du jetzt vielleicht ganz kurz, ich spreche nur an Indien, dieses Riesenchaos in Indien und die ganzen Sachen, die eingespielt werden in den Massenmedien. Die Zahlen, die Indien veröffentlicht, die du kriegst aus Indien, aus der Weltgesundheitsbehörde oder wo das Ding her hat, immer die offiziellen Zahlen, sprechen ein ganz anderes Wort, genauso wie hier. Ja. In allen Ländern, es ist alles erklärbar. Ich spreche nur ganz kurz an, der Bericht, dass hier die Särge sich gestapelt haben in den Krematorien. Du kennst den Hintergrund nicht, wieso? Das ist diese oberflächliche Betrachtung. Was mir jetzt wichtig ist, dann kann man fast einen Hass kriegen. Die zerstören unsere ganze Wirtschaft, diese Politik. Du hast schon wieder vergessen, da außen ist nichts. Mhm. Wenn einer schuld ist, dann bin ich schuld. Und ich nehme alle Schuld auf mich und ich sage, du bist in einer Führerscheinprüfungsbogen dran. Mhm. Du hast deine eigenen Fehler zu erkennen. Dein Unbewusstsein zu erkennen, erst durch die Erkenntnis deines bisherigen Unbewusstseins, was nichts mit Vergangenheit zu tun hat, kann nämlich das Bewusstsein wach werden. Ich kann nur einen Geist wach machen, der weiß, dass er träumt. Ich kann aber nie einen Gedanken wach machen, den ich mir ausdenke. Das heißt, in dem Moment, wo du weißt, wer du bist und du hast dieses Leben komplett durchschaut, wirst du nicht mehr an den denken, der du jetzt zu sein glaubst. Dann erhebst du dich einen kleinen Moment vor das Bücherregal und dann lässt du die nächste Datei laufen. Aber die liest du dann bewusst, selbst wenn du die Rolle auf der Bühne spielst, wie ich das nenne, des Lebens. Wenn du deinen Avatar
oberflächlich betrachtet wieder ein komplett neues Leben, auch real sinnlich wahrgenommen, real erlebst, vergisst du keine Sekunde, wer du bist, so wie ein Schauspieler auf einer Bühne in keinster Weise sich mit seiner Rolle verwechselt. Und dann ist es auch gleichgültig, ob du jetzt einen Massenmörder spielst oder einen Heiligen oder einen Guten oder einen Kommissar, es ist vollkommen wurscht, weil du alle Rollen spielen musst. Nimm diese einfache Metapher, einfacher kann ich es, wie ich es auch in Basic-Logik nicht darstellen. Aber schau mal kurz mal rein, wie er das erklärt. Anderen Schlussfolgerungen. Welche Schlussfolgerung für dich sinnvoller ist, musst du selber entscheiden. Wir sehen also hier die Anzahl Behandlungsfälle mit akuter Atemwegserkrankung inklusive Lungenentzündung nach KW der Aufnahme. Und zwar das Schöne ist hier, wir haben einen Vergleich von 2019 zu 2020. Wobei wir hier sehen können, die akuten Atemwegserkrankungen 2019 sind hier in der gepunkteten Linie aufgestellt. Und dann haben wir dem gegenübergestellt einmal die akuten Atemwegserkrankungen ohne Covid-19. Dazu die akuten Atemwegserkrankungen mit Covid-19 und alle Fälle mit Covid-19. Und ihr könnt hier sehen, was erst einmal sehr interessant ist, dass diese Gesamtsumme doch weit unter dem liegt, was wir aus 2019 gesehen haben. Außer jetzt zum Ende des letzten Jahres sehen wir ein Niveau wie in 2019. Das Ganze werden wir uns natürlich gleich mit exakten Zahlen genauer anschauen. Aber ich mache es mal ganz einfach für die, die es nicht verstanden haben. Das sind die gemeldeten, von Krankenhäusern gemeldeten Fälle von, ich nenne es einfach mal Influenza oder Grippe. 2019. Das sind sämtliche in Krankenhäusern gemeldete Fälle von Grippeerkrankungen, Lungenerkrankungen. Und davon waren die hier zusätzlich, wo wir festgestellt haben, die haben Covid. Mhm. Also nach den offiziellen Angaben. Es ist doch wirklich sehr verwunderlich, dass in einer Zeit wie... Rechtfertigt was? Rechtfertigt in irgendeiner Form, dass hier komplett die ganze Wirtschaft und alles niedergemetzelt wurde. Wenn ich das jetzt so sage, gehe ich immer noch davon aus, dass da außen eine Welt ist. Nee. In dem Führerscheinprüfungsbogen, mir geht es um was ganz was anderes. Ich kann etwas niedermachen, was nicht da ist. Und solange du was nicht denkst, existiert es nicht. Punkt. Das ist das Einzige, was du verstehen musst. Jetzt kann man natürlich Hirnwichserei betreiben, wie ich als Udo immer sage. Da musst du dir eins klar sagen, immer wenn irgendwer viel Geld verliert, in der normalen Buchhaltung verdient irgendeiner viel, aber dann bist du wieder bei Illuminaten oder was auch immer. Vergiss diese ganzen Verschwörungstheorien. Es hat jeder Recht, auch die Querdenker haben vollkommen Recht und dann doch nicht Recht. Er hat übrigens auch Recht und nicht Recht, weil auch er, den denken wir uns jetzt so aus, dass er nämlich auch das zweite Gebot bricht, obwohl er ein absoluter Christ ist. Mhm. Aber dann doch wieder extrem liebevoll und aufklärend, darum habe ich das eingestattet hier bei unseren 979, wenn du das anhörst bei seinen ganzen Videos, was eigentlich Menschlichkeit ausmacht. Diese Ansprache, darum sage ich, die ergreifend ist, eine ergreifende Ansprache, darum sage ich, hör jetzt erst den Schluss an. Und ich wollte jetzt das nur ein bisschen noch genauer erklären. Dieser Herr zum Beispiel sagt, die schlimmste und tödlichste Krankheit, die unterwegs ist, diese Schaubilder überhaupt möglich sind. Gerade wenn es hier um Lungenentzündung geht, gerade wenn es um Atemwegsinfektionen geht, die ja hier einen kritischen Bestand, ein Hauptsymptom dieser neuartigen... Klar, man kann jetzt hier ja auch wieder die Gallup-Files anschauen davor, die auf seinem Kanal mit drauf sind. Es sind immer, egal welche Seite du mir zeigst, ich zeig dir tausend andere in deinen Zeiten, wo was anders behauptet wird. Hier sind wir halt in einem Kontext der offiziellen Zahlen in deiner Welt. Und lange Rede, kurzer Sinn, es ist übrigens noch in Wirklichkeit wesentlich krasser, wenn man die Zahlen, genau wie die Sterbezahlen, einmal auch altersbereinigt, jetzt normal bewusst ausgedachte sterbliche Säugetiere, Medim, Enosch, die natürlich, wenn die älter, wenn eine höhere Sterbezahl ist, wie wenn sie jünger sind. Und ganz nebenbei, wenn die Medizin meint, sie hat jetzt was sehr Gutes getan durch das Durchschnittsalter, das wir uns ausdenken, ist ja alles Zeit, ist alles chronologisches Denken. Mhm. Wenn du, ich gehe mit meiner Marion über Friedhof, wann nicht, ob ich es erzählt habe, wenn nicht, wiederhole ich es nochmal kurz, dann schauen wir mal Gräber an, alte Gräber an und dann stellt die fest, alles, was so um 1889 bis 1910, 1920 angeblich jetzt gedacht geboren wurde, die sind auf plus 45, 50, 55 Jahre alt. Und jetzt ist es ja normal, 85, 90 Jahre. Aber wem bringt das was? Wenn du Geist bist, es ist ein Verlängern des Leidens. Wen das was bringt, ist mal grob der Caritas. Bei uns werden Riesenbauten gebaut, das ist Diakonie und das ist Caritas. Das sind Altenheime. Und wenn du mal schaust, was ein Altersheimplatz kostet, vielleicht noch, wenn du Pflegestufe 2 oder 3 bist,
Das liegt weit über dem Durchschnittsverdienst eines normalen Menschen. Ja. Es wird abgegriffen ohne Ende. Das heißt, das sind einfach Anstalten, wo man Geld abgreift. Jetzt ja. innerhalb unseres Führerscheinprüfungsbogens bewusst ausgedacht. Mit dem Denken auf unserer Insel, wie ich das sage, wenn man von klein auf, das ist ja ein Ansatz gewesen, auch bei unserem Professor Hörmann. Mhm. Er ist natürlich auch Materialist. Aber wenn ich von klein auf eine Gesellschaft mir jetzt ausdenke, wo ich von klein auf den Kindern das erzähle, wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, dann ist das alles vom Tisch. Wenn die wissen, was sie selbst sind und zurzeit nur die Rolle spielen. Und dass sie auch alle anderen Rollen spielen müssen. Das ist ein Akt der Erziehung. Es ist, du leidest an einer extremen Fehlerziehung, und zwar an der gespiegelten Fehlerziehung, die an deinen Eltern und an deinen Großeltern stattgefunden hat. Und dort ist eine Führerscheinprüfungsbogen, weil es geht es überhaupt nicht darum, dass du oder außen an der Welt was zu verändern hättest. Du hast es zu verstehen und einfach nur das zu erkennen, wie in einer Führerscheinprüfung, eben einfach das zu erkennen, was hier nicht ganz rund ist, was nicht im Argen liegt, wo was fällt zur Vollkommenheit. Erkrankung ausmachen, so ist es doch verwunderlich. Sind im Jahr 2020 um sagenhafte 25% gefallen, nämlich um 76.334 Fälle. Ein unglaublich gutes Jahr. Ein Jahr, das offensichtlich alle anderen Krankheiten, wie die Influenza, Lungenentzündung, egal was passiert, es ist alles nicht mehr existent. Es geht alles enorm zurück. 25% Rückgang von 310.000 Fällen auf 233.000. Das sind die Zahlen vom Deutschen Krankenhauszentrum. Fälle. Das ist doch schon erschreckend nah an dieser... Also ich merke, wie viel Scheiß muss ich euch eigentlich noch einspielen, bis ihr selber zum Denken anfangt. Wenn du nur Einseitigkeit nachäffst, es ist wie mit den Massenmedien, es ist einfach nur, die Menschen um dich herum sind wahnsinnig, es sind geistlose Zombies. Wie viel Geistlosigkeit muss ich dir noch einspielen? Jetzt vor den Wahlen, jetzt brüsselt es an allen Ecken und Enden, wie geldgeil die sind, wenn sie jetzt alle sich entschuldigen, weil sie irgendwas vergessen haben zu versteuern, weil sie den Hals nicht vollkriegen in ihrer Machtgeilheit. Zahl, aber es wird noch spannender, denn wir müssen uns jetzt einmal anschauen, wie das Ganze bei den akuten Atemwegserkrankungen im Allgemeinen aussieht. Und hier sehen wir, dass wir inklusive Lungenentzündung mit Covid-19 an akuten Atemwegserkrankungen 117.462 Fälle hatten. Das war natürlich im Jahr 2019 noch null. Aber jetzt, wenn wir schauen, wie die akuten Atemwegserkrankungen inklusive Lungenentzündung ohne Covid-19 vom Vergleich 2019 ins Jahr 2020 ausgefallen sind, dann sehen wir, dass hier auch ein Rückgang um 30% stattgefunden hat und dass hier sogar 201.000 Fälle weniger vorhanden sind als noch im Jahr 2000. Das ist das Problem. Jetzt, glaube ich, können wir das abbrechen. Das sind die Zahlen. Wie wird es die Politik in irgendeiner Form argumentieren? Ja. Und ich sage jetzt, die Schwierigkeit da außen ist keine Welt. Das heißt, normal, wenn die Menschen das wüssten, könnte ich jetzt wieder sagen, welche Menschen, die Gedanken, wenn meine Gedanken das wüssten, die würden sofort den Bundestag stürmen und würden die lünchen. Ja. In der Vergangenheit ist das übrigens bei solchen ähnlichen Sachen mehrere Male passiert, in diesen Märchengeschichten, um das klarzulegen. Ja. Ja. Und die sind alle frei zu sprechen, weil Menschen, die du dir ausdenkst in deinem Traum, können sich nicht raussuchen, dass sie von dir so ausgedacht, geträumt werden. Und du wiederum als bewusst jetzt selbst ausgedachter, träumender Geist kannst dir nicht raussuchen, was du träumst. Okay. Mein Weg, wo ich dich hinführe, ist über dieses Ausgedachte hinaus. Mhm. In es selbst, in uns selbst hinein. Mhm. Und dir muss klar sein, dass es ganz, ganz wenige sind, die sich mit diesen Daten hier interessieren, die suchen, was sie selbst sind. Weil die wissen ja alle, die sind alle so gescheit. Warum? Weil wir uns die bisher so ausgedacht haben. Und jetzt gibt es schlauchartig um, dass du diese vollkommene Geistlosigkeit merkst. An Wissen, wo du bewundert hast. Ja. Es ist ein Spiel, das spielst du mit dir selbst. Das habe ich zigfach gesagt, das größte Geschenk, wo dir das Leben überhaupt bieten kann, das jetzt ist, dass du Holofeeling in irgendeiner Form kriegst. Und das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du in einer Arroganz, die so groß ist, dass dir jegliche Form von Zuhören, von Feinheit verloren gegangen ist und du mehr oder weniger mir ins Gesicht spuckst. Indem du sagst, was ist das für ein Spinner? In Bezug auf den Bruder darfst du sagen, was du willst. Ich könnte jetzt wieder die Jesusstelle reinstellen, alles, was du gegenüber den Menschen so und sagst, das ist dir vergeben. Aber was du gegen Gott sagst, gegen die Heiligkeit, dass du selbst bist, der Einzige, der die Welt ist, bist du selbst, durch Uneinsichtigkeit, durch Rechthaberei.
Einseitige Rechthaberei führt immer in die Unvollkommenheit, in die Krankheit. Und das Anstreben eines einseitigen Cis, das Spiel geht bis in alle Ewigkeit, glaube ich mir. Du wirst, das ist, wenn ich mit nach, du wirst, du Geist, wenn du mich jetzt sprechen hörst, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du dir Gedanken machst, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Und dann ändert sich wie durch Zauberhand alles. So, ich glaube, ich lasse mal es gut sein, dass es nicht so lang wird. Gut. Das ist nämlich jetzt, ich wollte es jetzt, mit diesem Vorwort kannst du jetzt nochmal ganz, ganz gezielt, je nachdem, wie weit du dich mit deinem Wort auseinandersetzen willst. Und auch hier, mach dich nicht verrückt, wenn du das nicht kannst. Du musst jetzt keine Vordersprache lernen, kein Hebräisch, Hebraisieren, dieses Spiel überhaupt nicht lernen. Du musst lieben. Du musst demütig sein, einverstanden sein. Du musst aufhören, ständig irgendwelchen Menschen, die du dir ausdenkst, vorzuwerfen, dass sie so sind, wie sie von dir jetzt zwanghaft gedacht wird. Setz dich nur als träumenden Geist und erhebe dich über den träumenden Geist und beobachte dich selbst, wie du von Augenblick zu Augenblick auf Reizauslöser reagierst. Du gehst spazieren, dann hörst du Geräusche und du wirst feststellen, du denkst, da kommt ein Auto. Dann denkst du an einen Vogel oder an ein Rasenmäher. Dann taucht vor dir ein Fahrrad auf, dann denkst du, oh, und dann verschwindet es wieder. Und du musst nur jeden Moment wissen, das kommt jetzt nicht von irgendwo da außen und es ist da außen, es kommt aus mir und du formst nur deine Informationen. Und da hast du den Joystick in der Hand. Du bestimmst die Bilder, die jetzt im Hier und Jetzt aufkommen, in einer ganz bestimmten Art und Weise und das steuert der Intellekt, den du zum Denken benutzt. Und dann wirst du irgendwann einmal zwangsläufig anfangen, deinen Intellekt erweitern zu wollen, weil du erkennst, ich könnte auch, ich hätte die Freiheit, anders zu reagieren. Ich hätte die Freiheit, wo ich jetzt, wo es mir die Kehle zuschmiert, dass ich lächle. Aber das muss gleichzeitig da sein. Das ist jetzt nicht die Frage, das oder das. Ich mache immer, wenn ich jetzt als Udo Brösel koche und dann fällt mir mal wegen der Kochtopf runter und ich habe die Küche vorher putzt und klatsch und es ist alles voll, dann sagt das Udo-Programm, das ich beobachte, der Udo sagt, scheiße. Und ich stehe und lächle dabei. Ja. Das ist genau das. Und der, der es erlebt, ist in diesem Zentrum, das ist die Heiligkeit. Mhm. So. Jetzt viel Spaß und jetzt gibt dir das ganze Video mal in aller Ruhe und lass dir das wie ein kleines Konfekt, Konfekt, auf deiner Laschen, auf deiner Zunge mit deiner Sprachvollkommenheit zergehen. Mach ich. Viel Gut. Spaß damit. Danke.